Jesus till I die. Was macht den Mensch zum Mensch? Was macht den Gott zum Gott? Der Mensch ist dein Geschöpf, der Gott ist kein Getöpf. Ja nein, er ist dein Wesen, ganz anderer Gestalt. Woran dein Herz sich festkrallt, das ist dein Gott ganz bald. Ein Gott kann vieles sein, Geld, Scham, aber auch Christus, der auferstandene Sohn. Des einzigen Gottes auf dem Thron. Du dienst mehreren Göttern, das geht nicht lange gut. Deswegen sag ich dir jetzt, dien nur einem Gott. Das steht schon in der Bibel, Matthäus 6, schau rein. Niemand kann zwei Herren auf Dauer dienlich sein. Du wirst den einen hassen, den anderen aber lieben. Für wen entscheidest du dich? Was soll dein Leben sein? Ich kann dir nur empfehlen, der Gott der Bibel ist der Beste. Sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Er schenkt mir neues Leben, ein Leben in seinem Licht. Er schenkt mir neues Leben, Leben im Licht. Leben im Licht. Leben im Licht. Was macht den Mensch zum Mensch? Was macht den Gott zum Gott? Der Mensch ist dein Geschöpf, der Gott ist kein Getöpf. Ja nein, er ist dein Wesen, ganz anderer Gestalt. Woran dein Herz sich festkrallt, ihr wisst Bescheid. Gott ist immer da und er liebt dich wie du bist. Bist du mal schwach und klein, dann ist er der dich kennt. Er weiß warum du schwach bist und denkt doch gut von dir. Er wird dich nicht verlassen, auch wenn du ihn nicht siehst. Er steht zu den gemobbten und unscheinbaren Menschen. Seine Liebe ist auch da, wo sie vorher keiner sah. Gott ist nicht gebunden an Kirche, Christ und Papst. Er ist ein freies Wesen, der die Menschen liebt. Ich kann dir nur empfehlen, der Gott der Bibel ist der Beste. Sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Er schenkt mir neues Leben, ein Leben in seinem Licht. Er schenkt mir neues Leben, Leben im Licht.